Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play Projekt und beim neuen Kanal. Ich bin der Strategie-Nerd und ich möchte euch hier ein paar lustige Let's Plays zeigen zum Thema Strategie, Aufbauspiele zum Beispiel, wie ihr hier seht, Crusader Kings 2 oder andere Paradox-Spiele, die ich persönlich sehr gerne spiele. Gerne auch mal eine Partie Civilization 6 oder ganz andere Dinge wie Planet Zoo, Transport Fever, auch ein sehr cooles Spiel. Und die erste Partie, die ich spielen werde, ist eine Partie Crusader Kings 2 mit einem ganz speziellen Fokus. Ich persönlich bin ein Spieler, der wenig mit Krieg spielt, sondern eher mit anderen Dingen. Deswegen habe ich mir bei diesem Projekt einmal überlegt, wir spielen das kleine Herzogtum Mecklenburg mit unserem Herzog Hermann von Mecklenburg. Wir haben einen Vasallen, Häuptling Narkon von Mecklenburg. Das Ganze ist ja in so einem mittleren Schwierigkeitsgrad. Für mich als absolut blutiger Anfänger von Crusader Kings 2 ist das genau das Richtige. Ich habe sowas in der Richtung auch schon mal ein wenig angespielt und getestet und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die Rahmenbedingungen für dieses Let's Play. Ich möchte das Ganze ein wenig rollenspielerisch aufzeigen und unser Charakter soll sein ein Lüstling, der nicht sehr kriegerisch ist. Das heißt, sein Hauptziel und seine Hauptaufgabe im Leben ist es, Frauen zu beglücken und Kinder zu produzieren, um so eine große Nachkommenschaft zu erzeugen. Und diese Art und Weise, diese Lebensart wird er immer an seine Kinder weitergeben. Und so möchte ich diese Partie durchspielen. Ziel dabei ist, wir werden selbstständig niemals einen Krieg erklären. Wir können uns durch Verbündete in einen Krieg hineinziehen lassen. Wir werden aber selbsttätig keinen Krieg erklären. Und unser oberstes Ziel sollte es sein, ohne dabei einen Verlust an Einfluss oder anderen Dingen zu erwarten, möglichst immer einen Krieg zu umschiffen. Das sollte so unser Lebensmotto sein. Und wir sind ein wenig intrigant. Und das Wichtigste für einen Lüstling, glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen für diese Zeit, ist, er tötet Menschen. Warum? Wenn er nun nicht in den Krieg zieht, muss er seine Leute natürlich irgendwie anders loswerden oder Ländereien bekommen oder. Das heißt, er schreckt auch nicht davor zurück, einen Menschen umzubringen beziehungsweise einen Mord in Auftrag zu geben. Das könnt ihr bei Crusader Kings bei bestimmten Charakteren machen. Das sollte er aber nur machen für Leute, die ihm nicht wohlgesonnen sind, mit denen er Probleme hat und so weiter. Das ist so meine Vorstellung von diesem Charakter. Ich habe schon ein wenig herumgeguckt und ich möchte gerne auf jeden Fall etwas im katholischen Raum spielen und im Feudalsystem. Ja, also da kommt der Bereich hier in Frage, der katholische Raum, dann kommt ebenfalls dieser Bereich hier in Frage. Und ich hatte eine Partie mit den Arles mal angefangen und ich denke, wir spielen dieses Mal in Deutschland. Ich möchte nicht Deutschland direkt spielen, sondern möchte fröhlich und munter vor mich hinspielen. Und da dachte ich mir, können wir sehr gut, na, wo ist es hin? Da ist es, mit Mecklenburg spielen. Mecklenburg habt ihr eine Besonderheit, ihr habt zwei kulturelle Einflüsse. Ihr habt einmal den kulturellen Einfluss Pommersch. Das seht ihr hier, das geht ungefähr bis hier. Und dann den deutschen Einfluss. Der ist hier oben. Und dieser Einfluss hier in diesem Bereich, das ist der Pommersche Einfluss. Mal gucken, ob daraus irgendwelche Schwierigkeiten entstehen werden. Viele Vasallen haben wir nicht. Das heißt, wir werden das alles selbst regeln. Und so werden wir versuchen, die nächsten 500 Jahre vor uns hinzuspielen. So, nächster Punkt. Wir fangen nicht am Anfang an, sondern fangen tatsächlich schon im Jahre 936, im Eisernen Jahrhundert an.
Ich finde, das ist eine gute Zeit. Wir können ja mal nochmal auf die Reiche gehen und uns das frühe Mittelalter angucken. Ich persönlich im frühen Mittelalter finde, dass das alles noch zu zerklüftet ist. Und gerade wenn wir hier vielleicht mal auf die Herzöge gehen, dann haben wir hier halt das Problem, dass wir mit unserer Art und Weise hier wahrscheinlich nicht sehr weit kommen werden, da wir zwangsweise irgendwo in einen Krieg reingezogen werden oder einen Krieg führen müssen, aufgrund der aktuellen Situation hier. Im Wikingerzeitalter glaube ich das auch. Deswegen habe ich mir das Eiserne Jahrhundert ausgesucht. Und wenn ihr hier bis ins Spätmittelalter geht, dann seht ihr, ja, Mecklenburg hat durchaus ein bisschen Land verloren, aber im Grunde genommen ist Mecklenburg immer noch Mecklenburg. Und ich glaube, wenn wir hier ein wenig mit unserem Lüstling ein wenig die Kinderproduktion anregen und diese Kinder dann vielleicht durchaus auch strategisch gut verheiraten, vielleicht auch mit einer richtigen Hochzeit, dass wir dann sogar die Macht übernehmen. Dann könnte es sogar passieren, dass wir ein paar Vasallen bekommen und uns da weiter ausbreiten. Oberstes Ziel ist keine Ausbreitung durch Krieg, keine Sachen in diese Richtung. Juti, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Da setzen wir mal alles zurück auf Standard. Moment. Kreuzzüge. Alles auf Standard. Gut. Iron Man ist aktiv. Dann wollen wir das Spiel starten. Iron Man Mecklenburg. So machen wir das. Warum Iron Man? Tja, das hat keine bestimmte Bewandtnis. Ich persönlich stehe einfach auf diesen Iron Man-Modus. So. Das klicken wir mal weiter. Das ist eine Einführung. So, ihr spielt als deutsch-katholischer Herzog. Kultureffekt für Deutsch. Im Zentrum einer Feudalregierung steht der Eid zwischen dem Lehnsherr und Vasallen, wobei ein feudaler Fürst nur eine begrenzte Anzahl an Besitztümern direkt halten kann, bevor er sich auf seine Vasallen verlassen muss, dessen Loyalität variiert. In dem Fall haben wir einen Vasallen. Für die Erbfolge stehen verschiedene Gesetze zur Wahl, von denen jedes seine Vorzüge hat. In den Zentralisierungsgesetzen ist die maximale Größe der Domäne und die maximale Anzahl der direkten Vasallen festgelegt. Wenn ihr zu einer Religion des muslimischen Religions, der muslimischen Religionsgruppe konvertiert, wird eure Regierungsform zu, bitte was? Ikta geändert. Oh Gott, ich hätte vielleicht meinen Kaffee nicht trinken sollen. Ich habe Leseschwierigkeiten. Der Katholizismus ist der älteste Zweig des Christentums und gleichzeitig der mit dem größten Einfluss auf die Geschichte Europas. Das offizielle Oberhaupt ist der Bischof von Rom, der Papst. Hier gibt es noch ein paar andere Sachen. Die ganzen Sachen lese ich jetzt nicht durch und vor. Wir gehen dann mal auf Schließen und legen los. Was ich immer in Paradox-Spiel mache, ist erst einmal alle Reiter und alle Einstellungen durchgehen, was es so gibt. Und da würde ich sagen, fangen wir erstmal mit an. Das Spiel ist für mich persönlich auch relativ neu. Das gibt es, wenn es euch interessiert, im Steam momentan oder wahrscheinlich auch in Zukunft als Free-to-Play. Da es mir ganz gut gefallen hat, habe ich mir in einer Sonderaktion sämtliche DLCs dazu gekauft, die ich hier installiert habe. Aber nur die DLCs, keine Einheiten, Erweiterungen und so weiter. Und das spielen wir hier. Das ist unser schönes Land. Das ist Mecklenburg. So, dann wollen wir mal. Unser Herzogtum Mecklenburg. Diesen Titel vernichten? Um Gottes Willen, nein. Baronie Brunsbüttel. Oh Gott. Hamburg. Ah, Hamburg gehört noch dazu, zu dieser Einheit. Hermann Billung. Heißt der wirklich so? Hermann von Mecklenburg. Naja, dann. Einnahmen. Das sieht auch ganz gut aus. Dann gehen wir mal auf den Rat. Unser Rat sieht gut aus. Alle mögen uns. Bürgermeister von Starigard. Wo zum Henker ist Starigard?
In Lüneburg. Ratzberg. Starigard, ja, nur dann. Marschall, das sieht alles ganz gut aus. Das lassen wir erstmal alles so. Niedere Titel. Ein Hofarzt haben wir nicht. Hier stellen wir mal auf Autobefehlshaber. Wie gesagt, Krieg interessiert uns nicht. Ist kein Ding für uns. Ein Jägermeister. Ja, den habe ich auch noch zu Hause. Mein Rat. Tja. Ruhmsucht. Unser Stimmberechtigten 4. Das haben wir auch. Lehnsrat. Lehnsrat ist zu Rat ist zufrieden. Sehr gut. Gesetze. Was haben wir? Agnatisch-kognatische Erbteilung. Gut. Männer. Zentralisierung. Passt. Pflichten. Würde ich sagen, passt auch. Kriegserklärung kann nur der Rat machen. Das sollten wir auf jeden Fall so lassen. Das möchte ich nicht ändern, denn wie gesagt, wir streben keinen Krieg an. Wir möchten keinen Krieg. Wir brauchen keinen Krieg. Das ist nicht unser Ding. Das passt also. Technologie. Oh, Technologie sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht gut. Wir hinken meilenweit hinterher. Eieieiei. Wenn ich mir das hier zum Beispiel von Lüneburg angucke. Hier unten in dem Bereich, oh, da hängen wir aber weit hinterher. Die haben bei Nahkampftaktiken plus 30%. Okay, das ist gut. Wir wollen persönlich keinen Krieg machen. Deswegen militärische Fortschritte interessieren mich nicht. Wirtschaftliche Fortschritte möchte ich persönlich auf den Baubereich mich fokussieren und danach der Rest, möglicherweise noch Städte und Tempel als Priorität. Und beim kulturellen Fortschritt ist die Toleranz, wie ich finde, ein sehr wichtiger Punkt. Denn wenn ihr ein Herrscher seid, der lüstern ist und viele Frauen habt, dann glaube ich, ist es der richtige Weg, auch tolerant zu sein und Toleranz zu zeigen und eben die Leute und die Frauen vor allen Dingen auch durchaus mal in eine Position zu heben, die dann ja, entsprechend genutzt werden kann. Deswegen finde ich die Toleranz hier ganz wichtig. Ich glaube, das war die Toleranz. Ja. Marginale Stellung der Frau. Genau, hier können wir die entsprechende Stellung der Frau ändern. Das finde ich wichtig. Und danach können wir uns aussuchen, was wir machen. Vielleicht Sitten des Volkes oder Sitten des Adels, damit wir die Feudalvasallenmeinung oder Stadtvasallenmeinung etwas erhöhen. Ich würde persönlich ja vielleicht erstmal in die Richtung gehen. Aber das sehen wir dann. So, Militär. Tja, wir haben knapp 1000 Einheiten. Gefolge interessiert uns auch nicht. Können wir 132 nehmen. Ja, wie gesagt, Krieg ist nicht unser Ding. Also das Ding werden wir sonst so im äußersten Notfall benutzen. Also von daher können wir das großzügig überspringen. Ah, Moment. Flotte. 7 aus der Domäne. Und wir haben ein Schiff von den Vasallen. Na gut. Alles klar. Intrigen. Als allererstes Hofarzt. Warum? Das können wir uns mal angucken. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon welche gibt. Und noch gibt's keine. Da haben wir Glück gehabt. So. Noch gibt's keine. Da haben wir Glück gehabt. So, aber ich muss einmal einen Schluck trinken. So, Hofarzt, warum? Wir haben in einem der DLCs kriegen wir Epidemien. Epidemien sind grundsätzlich doofe Sachen. Epidemien sind nie gut. Und da das nie gut ist, ist mein oberstes Ziel als allererstes, ein Gesundheitssystem zu etablieren für mein Reich. Und deswegen wollen wir unter anderem uns in der Forschung auf den Baubereich konzentrieren, um Krankenhäuser zu bauen und diese zu erweitern, um möglicherweise bei einer anstehenden Epidemie gerüstet zu sein. Wir haben hier einen großen Vorteil und einen großen Nachteil. Großer Nachteil ist, wenn es, ich nenne sie mal, die kleinen Epidemien sind, dann werden wir hier in diesem Bereich kleine Herde haben, die möglicherweise von oben, von rechts, von links kommen. Aber wir haben auch Häfen, ja, und Lübeck ist ja durchaus bekannt als Hansestadt. Da wurde die Hanse gegründet.
mit anderen Städten zusammen. Das ist einfach eine Stadt, wo viel passiert und deswegen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass hier auch eine Epidemie irgendwann ausbricht. Das sind aber nur die mehr oder weniger schlimmen Epidemien, Masern, Schwindsucht und all solche Sachen. Was sehr groß ist, das ist jetzt hier noch nicht zu sehen, das kommt meistens von hier hinten und breitet sich hier anhand der Seidenstraße aus, kommt dann meistens hier über die islamisierten Staaten rein. Es kommt halt von hier hinten und breitet sich dann hierüber aus und kommt dann erst in unser Reich. Und da haben wir hoffentlich noch etwas Zeit für. Das ist die Pest. Und das ist durchaus mit einer der schlimmsten Krankheiten, die ihr hier bekommen könnt. Und definitiv nicht die beste. Logischerweise, Krankheit ist nie gut. Und deswegen als allererstes ein Hofarzt. Gucken wir, was er noch so machen kann. Debütantin präsentieren. Oh ja. Die Amelie. Das machen wir. Da gucken wir uns gleich mal an, was wir da machen können. Sommerfest brauchen wir nicht. Dieser Punkt hier wird einer unserer Lieblingspunkte sein. Warum? Nun, eine Debütantin ist meistens ein junges Mädchen, die an den Hof kommt und die wir verführen können. Ganz wichtig. Eine unserer Haupteigenschaften, die wir machen werden, ist Verführung. Oder eine unserer Hauptstärken, die wir benutzen werden, ist die Verführung. Das heißt, wir werden die Frauen bezirzen und aktiv verführen, um eine möglichst große Anzahl an Kindern zu produzieren. Wie gesagt, wir sind 24. Wir haben das Leben noch vor uns, obwohl in der Zeit war 24 schon die Hälfte des Lebens. Deswegen beginnt hier die Volljährigkeit in diesem Spiel zumindest. Ich bin ehrlich, historisch gesehen kann ich das nicht sagen. Bei dem Jahre 16. Und deswegen werden wir diesen Punkt sehr häufig benutzen. Nächstes, Fraktion. Gibt's keine. Sehr gut. Die Kirche. Papst Leo der Siebte ist das Kirchenoberhaupt. Und er mag mich. 27. Das ist gut. Zirkel, Benediktinerorden, auch klar. So, als nächstes gucken wir uns mal unseren Charakter an. Was kann denn unser Charakter? Er hat keine Gattin. Oh mein Gott. Wie soll er denn Kinder produzieren, wenn er keine Gattin hat? Das ist nicht gut. Ihr Lieben, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Armee anführen braucht er nicht. Das ist das allererste, was wir gleich machen werden. Er hat eine persönliche Kampffertigkeit von 13. Bildung 4. Eieieiei. Intrige 9. Verwaltung kann er auch nicht. Kriegskunst, der kann ja gar nichts. 1100 Mann, auch gut. Am Ende des Tages kann er nichts. Nachfolge ist Bildung. Der Vater. Oh ja. Okay. Halbbruder. Graf Wichmann von Oldenburg. Ah, das ist nicht gut. So, gucken wir uns mal seine Eigenschaften an. Er ist ein zäher Soldat. Na, das werden wir ihn austreiben. Er ist religiös. Das ist nicht gut fürs Kinderkriegen. Fleißig, das könnte durchaus gut sein. Er ist gerecht. Ja, das ist auch nicht die schlechteste Eigenschaft. Und er ist stur. Ja, das ist vielleicht auch nicht die schlechteste. Gut, dann nächster Schritt. Wir brauchen eine Gattin. Wir wollen heiraten. Dazu nehmen wir uns sich definitiv eine erwachsene Frau jüngeren Alters, idealerweise aus Hamburg. Das wäre gut. Wenn es da etwas gibt. Böhmisch. Jetzt muss ich mal gucken. Hamburg. Ah, okay. Das hat sich nicht viel geändert. So, dann nehmen wir mal eine immer noch erwachsene Frau, bitte. Haben wir hier irgendwas aus Hamburg? Bremslied. Holländisch. Griechisch, Italienisch, Kurtisane aus Breisgau 22. Verdun.
Angelsächsisch. Ja, ist mir schon zu alt. Junges Gemüse brauchen wir. Junges Gemüse. Jutta. 21. Jutta aus Württemberg. Ist geizig. Boah, nicht schlecht. Gesellig würde auch passen. Gerecht. Religiöser Eifer würde auch passen. Lüstern. Ah, perfekt. Stur. Ja. Keusch. Na. Das heißt, wir haben effektiv eine Fruchtbarkeit von plus 5%. Gut. Immer noch plus 5%. Haben wir hier vielleicht eine andere, die. Nee, leider nicht. Dann würde ich doch sagen, Jutta. Liebste Jutta. Möchtest du mich zum Manne nehmen? Liebste Jutta. Heirat arrangieren und ich wähle mich selbst. Ja, sie sagt ja. Graf Adelbert würde eine Mithridatin heiraten. Nein, um Gottes Willen. Vergiss es. Das ist mein Land. Das wird nicht passieren. Lieber Graf. Gut, das haben wir. Wir versuchen zu heiraten. Kinder kriegen. Als nächstes holen wir uns eine Kurtisane ins Land. Jetzt muss ich ja mal gucken. Da. Nein, eine Debütantin. Entschuldigung. Bertha von Holmes ist an eurem Hof eingetroffen. Sehr schön. 17. Perfekt. Dann werden wir hier gleich versuchen. Nein. Ich kann nicht. Ich kann sie nicht verführen. Um Gottes Willen. Na, dann versuchen wir das gleich nochmal. Dann gehen wir mal unsere Punkte hier oben durch. Niedere Titel. Unwichtig. Wählt einen Charakterfokus. Oh mein Gott, das haben wir vergessen. Ihr könnt hier oben Charakterfokus und eine Ambition wählen. Sehr wichtig. Gerade für unseren König. Fokus per Klick. Wir sind natürlich. Da haben wir natürlich den Fokus Verführung und eine erhöhte Fruchtbarkeit. Ganz klar. Wählt eine Ambition, ein Erben heranziehen. Denn hier wird die Fruchtbarkeit um weitere 20% erhöht. Zack. Jawohl, so machen wir das. Perfekt. Herrschaft unverheiratet. Darum kümmern wir uns. Die Jure-Herzog-Ansprüche können durchgesetzt werden. Aha. Könnten wir ausprobieren. Aber gut, erstmal gehen wir jetzt weiter, erhöhen die Geschwindigkeit ein wenig und machen wir weiter. Jutta, meine geliebte Jutta. Sehr schön. Jutta und Herzog Hermann heiraten. Wir können für die Zeremonie eine königliche Hilfssteuer eintreiben. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Nein, das habe ich nicht vorbereitet. Ah, verdammt, dann machen wir es im nächsten Video. Dann sagen wir hier einfach ja, das wollen wir. An Hermann. Ihr und euer Haus mögen gesegnet sein. Ich akzeptiere euren Vorschlag, dass Herzog Hermann und Jutta heiraten sollen. Ja, das klingt doch super. Vielen lieben Dank, das ist sehr lieb von dir. Und gucken wir uns mal die Nachrichten an. Jutta ist eingetroffen. Otto, Louis de Finger, das war sein Abkommen. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Eine eurer Kundschafter berichtet von Pilgern, die gerade in Lübeck eingetroffen sind. Siegmund ist einer von ihnen und war auf einer Pilgerreise zu allen heiligen katholischen Städten und hat diese Reise nun abgeschlossen. Während dieser Reise konnte Siegmund sich umfangreiches medizinisches Wissen aneignen und möchte dieses nun aktiv anwenden. Ja, Mensch, Siegmund, top. Pilger sind einmal im Hof willkommen. Zahlt 10 Dollar an Siegmund. Das erhöht sich. Gucken wir mal an, was er kann. Er hat keine Gattin. Herzogtum Mecklenburg. Okay.
Er ist bescheiden, fleißig, gerecht, gesellig, ehrgeizig. Oh, ist auch nicht das Mystiker. Ein Mönch, okay. Ein angesehener Arzt. Oh, schön. Schwer gezeichnet. Ah, okay. Ja gut, der hat viel erlebt auf seinen Pilgerreisen. Ja, ich denke, den nehmen wir. Sehr gut. Das ist doch mal ein Glückstreffer. Toll. Ach, was ist denn hier passiert? König Otto von Deutschland hat Großfürst Arpazolta von Ungarn den Krieg erklärt. Deutscher Heiliger Krieg um Österreich. Oh mein Gott. Jetzt hat er uns in einen Krieg reingezogen. König Otto von Deutschland. Ach, du ahnst es nicht. Ah, na super. Wie sieht es mit dem Militär aus? Er hat also von uns eine Armee bekommen. Toll. Na gut. Dann gehen wir jetzt nochmal auf unseren Hof. Wir hatten Jutta, das ist unsere Ehefrau. Okay. Bertha von Horns. Bertha verführen. So soll es sein. Aber sicher. Was ist mit Ursula? 16? Auch. Können wir dich verführen? Oh Gott! Ist das unsere Tochter? Nein. Warum kann ich Ursula nicht verführen? Das gibt es doch nicht. Na gut, wenigstens eine verführt. So, Beziehung. Keine Geliebte. Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja schlimm. Okay. Gut geht. Ein Gesandter von Papst Leo VII. Ist am Hof angekommen. Laut dem Gesandten ist der Heilige Vater wegen der Beschäftigung von Heiden als Berater besorgt. Der Papst erwartet von mir, dass ich sie von ihrer Position entbinde. Häuptling Nakon von Mecklenburg. Hat der denn angestellt? Slawisch. Faul. Mächtiger Vasall. Mein lieber Papst, ich glaube, dieses kann ich nicht Folge leisten. Ich glaube, jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, den wir rollenspielerisch sehen sollten. Ich glaube, wenn man ein lüsterner Charakter ist, ist die Bindung der Kirche des Charakters nicht unbedingt die größte. Und deswegen werden wir uns auch da vielleicht ein wenig von der Kirche entfernen und uns hier nicht reinreden lassen. Und ich verliere 50 Pietät. Wie viel habe ich denn? 19. Und ich verliere 50. Ach, du ahnst das nicht. Ich kann ihn einsperren. Tja. Nein, wir ziehen das durch. Hier herrscht meine Stimme in meinem Land und der Papst hat hier nicht reinzureden. Oh, ach, du ahnst es nicht. Was haben wir denn hier? Epidemien. Die blattern. Oh Gott. Sofort die Tore schließen. Zack. Verriegelt die Tore. Diese Blattern kommen uns nicht ins Land. Sie sind im Land, aber sie kommen hoffentlich nicht rein. Gut. Und mit den Blattern würde ich sagen, beenden wir das erste Video und wir sehen uns im nächsten.